Hallo meine Freunde der bayerischen Blasmusik, Buenos Dias sage ich nur mal, willkommen heute zu einer neuen Runde Black Ops 3 oder wieder mit Herrschaft auf Fringe. Nicht den Hardcore-Modus, ja, was kann ich noch viel sagen zu dem Gameplay? Ich spiele es live, also klar, ne? Und ich spiele jetzt in der letzten Zeit ganz gern die Vespa, die ist nämlich nicht so schlecht, wie ich drauf gekommen bin. Und es hängt gerade auch ein bisschen. Ah, der Ping ist jetzt auch nicht der geilste. Man muss sagen, ich habe jetzt das erste Mal hier Webcam drin. Haut mal raus, weil euch das so gefällt, sage ich mal. Ich habe mir überlegt, ja, vielleicht sieht man da irgendwie Emotionen oder sowas besser. Ich wollte es einfach mal versuchen. Und ja. Schreibt dann einfach in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja. Verdammt. Ja, auf jeden Fall, man merkt auf jeden Fall, dass der Ping jetzt nicht der Geist ist. Ich habe jetzt also ein bisschen Real-Life-Story mal. Endlich LAN im Zimmer. Ich habe nie erzählt, warum ich kein LAN bei meiner Xbox habe, beziehungsweise ich habe auch nie erzählt, dass ich überhaupt kein LAN habe, sondern WLAN. Das habe ich auch nie erzählt, aber jetzt wisst ihr es. Und man kann da auch einfach ganz prinzipiell sagen, dass ich ein sehr langsames Internet habe. Ich wohne eher weiter draußen am Land in Wien. Und dann habe ich einen Router im Arbeitszimmer, das gegenüber meinem Zimmer liegt. Und da ist halt eine nicht dicke Wand, aber es ist eine Wand dazwischen. Und das Problem war, das wäre ein Kabel, das wäre einfach durchs ganze Haus irgendwie sozusagen dann letztendlich gegangen. Das wollte ich natürlich nicht und deswegen habe ich dann einfach zuletzt mit meinem Vater ein Loch durch die Wand gebohrt und jetzt haben wir da noch LAN in meinem Zimmer. Das finde ich natürlich geil, denn mein Ping war meistens noch schlechter als mit WLAN. Und wenn ich jetzt schon hier den, ja, ich sag mal, schlechten Ping habe von 113 und 33, mein vielleicht jetzt auch nicht gerade die beste Verbindung, dann werdet ihr euch denken, dass ich vielleicht sogar einen 200er Ping hatte. Ihr merkt, 4 zu 8 läuft gerade nicht so. Auf jeden Fall habe ich jetzt LAN in meinem Zimmer. Finde ich natürlich nice. Ist natürlich auch eine bessere Verbindung, bessere Connection einfach. Und irgendwann mal werden uns dann auch mal überhaupt hier eine neue Leitung ran schaffen, denn jetzt haben wir eine, lass mich nicht lügen, 8 Mbit Leitung, ja. Eine 5 Mbit Leitung, das heißt, ich habe 500 KB Download und manche von euch haben vielleicht sogar eine 350 Mbit Leitung. Und wir haben uns jetzt natürlich auch überlegt, ob wir uns vielleicht eine 150 Mbit Leitung nehmen sollen von 3. Wieso nicht von einer 1? Aus dem einfachen Grund, die bieten genau 150 Mbit an. Kostet glaube ich 5 bis 10 Euro mehr, weiß jetzt nicht genau. Aber es ist begrenzt mit 60 GB und bei 3 hast du einfach unendlich GB. Und für jemanden, der uploadet und downloadet wie ein Wilder und auch mal ein Spiel runterladet, weiß nicht. Da brauchst du einfach die vielen Gigabyte, weil sonst. Ich meine, ich lade ja nicht das Spiel runter und dann weiß ich ja, in einem Monat kann ich es dann spielen, dann habe ich wieder Internet. Das ist ja, ja, einfach nicht geil. Und man muss da halt auch mal ganz strategisch überlegen, wie viel Geld habe ich da überhaupt zur Verfügung und einfach mit 60 GB Begrenzung, ja, A1 ist vielleicht besser, hat vielleicht bessere Leitungen und vielleicht besseren Support. Aber in unserem Moment jetzt ist das egal. Wir wollen einfach nur eine geile Leitung. 150 Mbit ist prinzipiell schon gut. Und dann muss ich nicht nochmal 10 Euro drauf zahlen und dann letztendlich eigentlich für weniger mehr zahlen eigentlich, ja. Anstatt dass ich mir einfach das bei 3 nehme. Ja. Das Ganze ist ja kein Glasfaser oder sowas, über was ich rede. Ich rede jetzt über LTE. Das ist jetzt schon recht weit verbreitet und Glasfaser ist bei uns leider nicht verfügbar, das hätten wir nämlich dann schon längst gehabt. Es geht nur eigentlich nur mein Vater jetzt darum, bei dem LTE, wie man das machen würde, dass man, weil es gibt ja Adressen und für ihn ist das wichtig, er arbeitet auch mit sowas, dass das sozusagen immer die gleiche Adresse ist, aber das wechselt alle 24 oder 48 Stunden, glaube ich, lass mich nicht lügen. Und ja, das ist einfach das
ganz einfache Problem, dass er das braucht. Dass die gleich bleiben. Und ja. Deswegen haben wir einfach das bis jetzt noch nicht gehabt. Und es ist jetzt auch noch immer nicht ganz sicher, ob das jetzt möglich ist, dass die gleiche Adresse bleibt. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Es wäre wirklich geil zu wissen. Also wirklich geil. Also ich würde es wirklich gern wissen. Dann könnten wir uns nämlich so bald wie möglich hier die neue Leitung zulegen. Und das ist natürlich richtig wichtig für mich. Ne? So. Ja, und schreibt mir dann bitte nochmal in die Kommentare, wie euch die Webcam gefällt. Ich habe die einfach mal so ein bisschen oben rechts ins Eck rein. Da ist ja nichts in Black Ops. 1116 hat es doch gar nicht. Und ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob das irgendwie auch gut ausschaut. Irgendwie qualitativ oder sowas. Wahrscheinlich nicht, aber ja, genau 97 zu 100, wer es glaubt. So. Ja, jetzt hatte ich gerade einen 23er Ping, 76er. Es variiert halt immer sehr stark. Das liegt eben auch an meiner Leitung. Da gibt es meistens auch so 30 Sekunden immer so einen kleinen Einbruch. Manchmal kann er sogar länger dauern, vielleicht. Jetzt gerade nicht. Ich habe wirklich Glück. Glaubt mir, ich habe schon Dinge aufgenommen, die, also Videos, die musste ich dann löschen. Eben für diesen YouTube-Kanal. Weil einfach die Leitung während dem Spielen so schlecht war. Ja, übrigens, das Video, das ist jetzt mein erster Versuch, es aufzunehmen. Das heißt, da bin ich nicht schon mal an einer Leitung gescheitert. Da bin ich auch froh dran. So. Schauen wir, dass wir irgendwie ein bisschen auf Killstreak kommen. Okay, oder auch nicht. Deswegen habt ihr vielleicht schon mal in meinen Gameplays gemerkt, dass ich immer Stats reinschaue und dann noch ins Menü. Damit checke ich immer meinen Ping. Das ist jetzt schon so ein bisschen so im Rhythmus drin einfach. Wenn ich meine Stats nachschaue, dass ich einfach auch gleich, ja, meinen, ah, jetzt fällt es mir nicht ein, meinen Ping nachschaue, genau. So, da lungelt einer rum, oder was? Jetzt nicht mehr. Komm, komm, komm zu Papa, komm zu Papa. Nice. Ich krieg's da nicht so schnell. Oder doch. Ja, kriegt mich. So. Schauen wir mal. Dass wir nicht gleich geholt werden, wenn wir hier zu... Ah, fuck. Ich muss noch ein bisschen hier das Hüpfen und so reinbringen, ne? So. Was? Den habe ich doch locker getroffen. Eieiei. Auf jeden Fall werdet ihr die nächsten Gameplays auch mit der Vespa sehen. Ja, nämlich mal einen Sensenabschuss her. War das jetzt dein Ernst, Mann? Das muss doch nicht sein. Dass so ein Lappen hier mit seiner Kack-Vespa kommt. Nein, ich hatte sowieso keine zweite Waffe ausgenommen, nur Fäuste. So. Mann, ich hab doch auf Schießen gedrückt. Wieso schießt denn der nicht her? Sollen die Kacke her? Komm mal runter hier. So, schauen wir mal, dass wir hier wieder vorbeikommen. Eieiei. Das schaut jetzt nicht so optimal für uns aus. Shit, Mann.
Nice. Shit, ich... Mann, nein, nein, nein. Nice, nice, Mann. Nice, Mann, nice, Mann. Komm, komm, komm. Nice, nice. Komm raus, 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 raus. Nice, Mann. Nice, nächster. Komm, 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 komm. Ich will ihn nicht challengen. Nice. Nice, nice, nice. Komm, komm, komm. Nein. Ah, noch Hellstorm gecheckt. 24, 24. Nice, Leute. So. Einen, auch gut. Ist auch nicht schlecht. Macht die Spiele aber aggressiv. Das heißt, sie werden unruhiger und spielen nicht mehr so gut. So, ja, also 25 zu 24. Ist jetzt nicht gerade unbedingt das Betten. Das Beste, aber ist auch nicht das Schlechteste. Man kann ihn natürlich leben. Oh, shit. Heißt der da gerade hochgesprungen und hat hier den? Ja. Eieiei, ich spiele mit der Locust, die Spasten. Was spielt der? Ah, Faro. Auch eine gute Waffe. Habe ich sogar eine epische oder legendäre Skin dafür. Spiele ich aber nicht so gern. Ja, nice. Durch die Wand. Das ist natürlich Legende. What's up, man? 27 in einer KT. Das gefällt mir nochmal richtig gut. Level 55. Ich glaube, nächstes Mal sehen wir uns dann im nächsten Prestige. Ich sag nur mehr Tschüss. Ich bin raus. Das gibt Applaus. Ich sag Tschüss.